Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 11. Juni. Das ist die zweite Dekade im Sternzeichen Zwilling. Wir sind somit direkt in der Luftenergie vom Zwilling und dies beeinflusst uns alle unterschiedlich stark. Ich möchte mir heute anschauen, wie diese Energie mit dir einhergeht, wie diese Energie auf dich einwirkt. Ja, also eine Karte für dich, lieber Löwe. Das ist sie. Okay. Ja, es hat sich gerade seltsam angefühlt. Ja, was ist. Ja, oh, und die Kaiserin. Schön. Eine entspannte Zeit für dich. Es wird entspannend. Eigentlich hast du nichts weiter zu tun in dieser Dekade, als dich zurückzulehnen und die Geschenke des Lebens anzunehmen. Ja, tatsächlich. Ja, solltest du voll auf Empfangsbereitschaft setzen, ne? Dich ja, und schauen, was das Leben dir gibt. Du bist umgeben von natürlichen Wachstumsprozessen. Ja, natürliche Wachstumsprozesse ergeben sich und es werden hier auch neue Dinge, neue Impulse gesetzt. Die werden gesetzt, da musst du gar nichts zutun. Es könnte auch eine sehr inspirierende Zeit für dich werden. Ne? Es ist eine gute Zeit für neue Ideen, neue Vorstellungen und Visionen. Und falls du nun gerade planst, ein Vorhaben in die Tat umzusetzen, hat das gute Prognosen zu einem späteren Zeitpunkt sehr erfolgreich zu sein. Ja, interessante Ausgangs Energie. Schauen wir mal an, auf welche Lebensbereiche sich das so bei dir bezieht. Wow, okay. Du strebst nach inneren Gleichgewicht, ne? Nach Harmonie, nach Seelenfrieden auch. Und ja, bist wirklich innerlich sehr gelassen und entspannt. Das möchtest du auch aufrechterhalten und weiter ausbilden. Du lässt dich nicht stressen in dieser Dekade. Diese mentale Stärke, die du im Laufe der Dekade aufbauen wirst, solltest du auch nutzen, um dich mit deinem jüngeren Ich, mit deinem jüngeren Selbst zu verbinden und den Wünschen und Träumen, die man damals hatte, dass man da irgendwie nochmal reflektiert, Vergangenes reflektiert, vielleicht auch Themen, die man sich schon länger nicht angeschaut hat, ne? Vielleicht auch die im Schatten sind, ne? Also nicht, dass sie irgendwie tabuisiert sind, sondern dass die einfach schon länger nicht betrachtet worden sind. Dinge, die du vielleicht vergessen hast. Das könnte hilfreich sein in dieser Dekade, um dein Ziel zu erreichen, diese innere Balance dauerhaft aufrechtzuerhalten. Ja, du möchtest nämlich auch in deiner Umgebung, also diese innere Balance, die du fühlst, möchtest du halt auch auf deine Umgebung übertragen, ne? Da gibt es auch Themen, die du in Harmonie bringen möchtest, in ein Gleichgewicht.
wo du auch über dieses Konzept von Harmonie auch dauerhaft Stabilität aufbauen möchtest. Ja, wirklich interessante Energie, so eine weiche Energie auch, ne? Eine sehr feminine Energie, die sich hier zeigt. Auch wenn ich das gar nicht so mag, das so einzuteilen in feminin und maskulin, aber jetzt gerade in diesem Zusammenhang kommt mir das jetzt gerade. Es kommt wahrscheinlich durch die Kaiserin, die halt auch weniger etwas Feminines hat, sondern mehr dieses Mütterliche, ne? Und es ist vielleicht wichtig für dich, auch mütterlich mit dir selber umzugehen in dieser Dekade und aber auch mit allen Menschen in deiner Umgebung. Halt, dass man einfach Harmonie auch schaffen möchte. Und im Laufe der Dekade, das wird auch neue Kräfte in dir mobilisieren. Du wirst dich so sehr, sehr gestärkt fühlen. Du wirst sehr viel Kraft tanken aus dieser Energie. Und du wirst dich gestärkt fühlen, zuversichtlich und kraftvoll. Energie auftanken ist angesagt, ja. Und das wird sehr erfolgreich. Ja, interessant. Also ich spüre das richtig. Och, hup. Okay, diese Karte wollte ich unbedingt raus. Wir schauen mal an. Welche Herausforderungen du zu meistern hast. Ja, denn vieles fängt für dich gerade neu an. Oder vielmehr ist einiges zu Ende gegangen und jetzt genießt du eigentlich vielleicht auch eine gewisse Zeit der Verantwortungslosigkeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du ein paar weniger Verantwortung hast, ein paar weniger Aufgaben, dass du vielleicht schon jetzt gerade aktuell in so einer Art Urlaubsmodus bist. Da sind auf jeden Fall so ein paar Pflichten von dir abgefallen und das tut einfach gut. Das tut einfach gut und das genießt du jetzt gerade und du erholst dich vielleicht auch einfach von dieser Zeit. Tankst neue Kraft auf. Hast auch hier ja, hier zeigt sich auch so ein gewisser Frohsinn, so ein belebendes Gefühl, so eine Leichtigkeit. Auch Frühlingsgefühle sind hier möglich. Vielleicht verliebst du dich auch neu. Das könnte halt auch bei den einen oder anderen sein, dass eine Beziehung kürzlich zu Ende gegangen ist und das war dann halt auch irgendwie nervenaufreibend zwischen euch und anstrengend. Das könnte sein, dass du sowas jetzt hinter dir gelassen hast und jetzt fühlst du dich völlig befreit davon. Du stehst hier vor einem unbeschriebenen Blatt und das ist dir auch bewusst und du weißt, du kannst das jetzt befüllen mit allen möglichen Inhalten, die du möchtest. Du hast es nur nicht eilig. Du genießt diesen chaotischen, neuen, frischen Zustand und hier auch wieder der Hinweis, dass es sinnvoll ist, sich jetzt aktuell mit seinem inneren Kind zu beschäftigen, mit einem früheren Ich und den Wünschen und Bedürfnissen. Das kommt hier vielleicht auch hoch. Hier hast du halt auch, du könntest dich irgendwie, ja, wie früher fühlen. So erfrischt und befreit. Und falls dir irgendwelche Ideen kommen, wenn du etwas ausprobieren möchtest, dann solltest du den ganz offen und frei nachgehen. Beim Narren, hier zeigen sich einfach viele Ideen können dir kommen, ne? Und es könnte auch sein, dass du dich sehr neugierig fühlst. Und da kannst du dem einfach frei nachgehen. In der Vergangenheit. Was war da los? Ups, das sind irgendwie viele Energien hier.
Ja, hier haben wir die 10 Scheiben, was eigentlich dafür spricht, dass eigentlich in der Vergangenheit vieles gut lief. Da hattest du ein stabiles soziales Netz und auch eine stabile Beziehung vielleicht auch und auch sehr viel materielle Sicherheit, auch berufliche Sicherheit. Also es lief eigentlich in der Vergangenheit ziemlich gut. Und trotzdem, wenn alles so, wenn man an der 10 ist, hat man halt alles. Das kann auch eine Belastung sein, ein schwerer Zustand, ne? Weil man, auch wenn es gut gelaufen ist, man braucht auch immer wieder diese Neuerfindung und dieses Neue. Die Welt hört einfach nicht auf, sich ständig zu verändern. Und man kann halt auch nicht an etwas festhalten, was eigentlich total schön war. So eine Erfahrung ist im Hintergrund, ne? Aber du hast dich erfolgreich davon gelöst, ne? Auch wenn das eine schöne Erfahrung war. Und fühlst dich jetzt dementsprechend entlastet. Ja, und hier wieder eine 3, ne? Du bist auch voll auf 3. Das steht auch für natürliche Wachstumsprozesse und konstruktiver, aufbauender Moment, ne? Es baut sich alles neu in dir auf. Und hier auch wieder Frühlingsgefühle, das Gefühl von Freiheit, von kindlicher Offenheit, Freude und Frohsinn. Die Emotionen fließen einfach, ne? Du kannst deine Emotionen auch einfach frei ausdrücken und du kannst dich in diesen einfachen, unkomplizierten Zustand fallen lassen. Hier zeigt sich ein Ritter der Schwerter. Diese Person kann für dich stehen oder für eine Person in deinem Umfeld. Eine Person der Luft. Du bist ja kein Luftzeichen, du bist ein Feuerzeichen. Trotzdem kann diese Karte für dich stehen. Vielleicht vielleicht insofern, dass du doch sehr spirituell ausgeglichen bist. Der Ritter der Schwerter, der hat halt ein Ziel und der ist sehr verstandesorientiert, der hat Ideale, der hat auch viele Ideen und kann sich ein Konzept überlegen und über den Verstand Stabilität erzeugen. Das kann sein, dass du das aktuell tust, dass du auch irgendwie, und deswegen kannst du diesen Zustand auch so gut genießen, weil du irgendwie innerlich einen Plan hast und weißt, wohin die Reise geht. Das verunsichert dich nicht, ne? Deine Gedanken sind in Frieden. Deine Gedanken sind klar und eindeutig und da findet irgendwo Frieden statt. Der Ritter der Schwerter ist auch eine gereifte Persönlichkeit. Der kann auch Verantwortung übernehmen. Also das ist auch irgendwie hier eine gute Idee, gute Energie, um nicht völlig im Narren abzuheben. Ne? Der Narr ist auch Luftenergie, ist auch Schwertenergie. Der Narr ist aber viel jünger und der neigt auch dazu, manchmal etwas leichtsinnig zu sein. Das hebt sich hier mit dem Ritter der Schwerter auf. Es kann aber auch wirklich gut sein, dass du einen Ritter der Schwerter, diese Karte kann sich auch auf eine weibliche Person beziehen, dass du einen Ritter der Schwerter in deiner Umgebung hast, ein Luftzeichen, Wassermann, Waage, könnte sehr gut sein, oder Zwilling, oder auch Schütze, oder auch Fische, oder Steinbock. Oder eben einfach eine Person, die aus deiner Perspektive sehr viele dieser Eigenschaften, die ich gerade aufgezählt habe, mitbringt. Dann, also wenn das eine Person in deiner Umgebung ist, dann ist euer Verhältnis gerade unheimlich innig, ne?
dann gibt es da unheimlich viele schöne, wertvolle Impulse zwischen euch. Und ihr habt auch viel Spaß miteinander. Da kommen viele Gespräche zustande, die witzig sind, die dich einfach zum Lachen bringen, die dich beflügeln, die dir Frohsinn schenken. Und zwischen euch ist auch irgendwie hier ja, auch natürlich eine Anziehungskraft, ja, auf jeden Fall. Und auch so eine gewisse Unternehmungslust, ne? So in den Tag hineinleben zusammen. Was bedeutet dir der Ritter der da sind zu viele Karten rausgekommen. Was bedeutet dir der Ritter der Schwerter? Ja, ist hier direkt mit diesem Gefühl verknüpft. Also da sind doch schon sehr viel Frühlingsgefühle möglich, ne? Also könnte es sehr gut sein, dass du dich in einen Ritter der Schwerter verliebst und er auch in dich und oder sie auch in dich verliebt ist, ne? Und ja, auch hier wirklich die Möglichkeit, dass ihr gemeinsam was aufbaut mit den drei Schwertern. Hat man auch einen guten Unternehmergeist, ne? Es ist, habe ich hier schon am Anfang gemeint, es ist eine gute Zeit, um ein Geschäft zu gründen. Könnte auch sein, dass es um solche Themen geht. Dann ist hier der Ritter der Schwerter der ideale Partner, Geschäftspartner auch. Und ihr habt viele Ideen zusammen und ihr ergänzt euch ganz gut in euren Fähigkeiten. Und diese Person ist für dich ein wertvoller Berater. Also auch wenn ihr gleichwertig zusammenarbeitet, hat dieser Mensch eher beratende Funktionen für dich. Und du triffst eher die Entscheidungen. Diese Person kann sehr analytisch denken und hat immer die richtige Information am richtigen Platz. Kannst du dich drauf verlassen? Ja, interessante Kombination hier. Spannend. Also wow, ja, du wirst deine Energie hier entfesseln, habe ich ja gesagt, ne? Der Tiger, das ist der Tiger. Du wirst erfolgreich deine Ziele umsetzen, deine Vorstellungen umsetzen und es wird sich einfach wie ein Sieg anfühlen, ne? Wie eine Genugtuung. Du wirst einfach sehr dich über die Entwicklung freuen. Und du musst gar nicht dafür viel tun, ne? Das ist halt so das Coolste daran irgendwie. Du musst eigentlich nur du selbst sein, ne? Und die Dinge passieren lassen. Das wirst du auch merken und das wird dich noch mehr beflügeln, ne? Also, wow, richtig gute Karten hier. Ja, Selbstbewusstsein wirst du spüren. Auch das Bedürfnis, das, was du erreicht hast, abzusichern. Ne? Hier ist auch der Wunsch. Hier entsteht in dir das Gefühl, dass, ja, dass du auch etwas schützen möchtest. Genau das, was hier passiert. Ne? Du möchtest da auch vor äußeren negativen Einflüssen das bewahren. Und kannst da gut Grenzen ziehen. Ich würde sagen, dieser Ritter der Schwerter ist mit einbezogen da drin. Interessant. Ja, sehr viel auch. Da zeigt sich dann halt doch die Ernsthaftigkeit deines Unternehmens, ne? Auch wenn das emotionaler Natur ist, ne? Auch wenn das eine Beziehung ist. Da steckt schon doch bei aller Leichtigkeit und bei allen Frohsinn steckt da doch ein gewisser ernsthafter Wunsch dahinter bei dir. Das ist gut so. Das ist ja auch irgendwie ganz gut. Und ja, wir haben im Laufe der Dekade, über die ganze Dekade hinweg zunehmenden Mond.
Aber wir haben einen anderen interessanten Fixpunkt und das ist der 3. bzw. der 4. Juni. Am 3. Juni wird Merkur direktläufig, der war vorher rückläufig. Merkur steht für Kommunikation. Der wird direktläufig und nur für diesen einen Tag haben wir dann eine Konstellation, bei der alle Planeten direktläufig sind. Und somit, das heißt einfach, dass die Energien nach vorne gehen werden. In dieser Energie hast du auf jeden Fall wirklich einen sehr spannenden 3. Juni und da kannst du wirklich wichtige Dinge voranbringen. Wenn es hier wirklich um ein Unternehmen geht, würde ich dir dringend raten, alle wichtigen Entscheidungen am 3. Juni zu treffen. Ja, nämlich am 4. Juni haben wir das Problem, dass Saturn rückläufig wird und dann haben wir für eine lange Zeit diesen rückläufigen Saturn. Das ist nicht gut, also hat alles Vor- und Nachteile, ne? Also nichts ist gut oder schlecht, aber um ein Unternehmen entscheidend nach vorne zu bringen, braucht man Direktläufigkeit in dem Planeten. Also wichtige Entscheidung am 3. Juni. Danach beginnt halt so eine Reflexionsphase, ne? Reflexion, bei Saturn geht es darum, dass man, deswegen komme ich hier da drauf, ne? Bei Saturn geht es darum, dass man Themen der Pflicht, des Pflichtbewusstseins, des Ehrgefühls, der Disziplin, der eigenen Zwänge, dass man solche Themen reflektiert und darüber nachdenkt. Das sehe ich in dieser Karte, ne? Da kommt so eine Ernsthaftigkeit auf. Deswegen würde ich sagen, diese Energie ist so ab dem 4. Juni aktiv. So ab den 4., 5., 6., 7. kommen diese Themen, wo du merken wirst, was dir eigentlich wirklich wichtig ist. Davor wirklich hier ganz viel Freiheit und Offenheit und Leichtigkeit. Das wird auch über die gesamte Dekade noch weitergehen. Aber dann kommen so ab diesem Zeitpunkt halt solche Themen hoch, wo du dich fragen wirst, wie wichtig dir das eigentlich ist und dass dir das wichtig ist. Also es ist eigentlich gar nicht das Wie, sondern du wirst merken, dass hier etwas entsteht, was dir kostbar ist, was wertvoll ist für dich. Und du wirst dann auch merken, dass du bereit bist, dich dafür einzusetzen. Wow, etwas entfaltet sich, ne? Etwas, hier haben wir die Schmetterlingsenergie. Dir wird es so vorkommen, als würde das endlich so werden, wie du das mal dir überlegt hast. Es ist wirklich, es wird dir gefallen, was hier passiert. Es ist. Du wirst vielleicht auch das Gefühl haben, dass das, was jetzt hier passiert, viel besser zu dir passt, ne? Dass es gut zu dir passt, dass es eigentlich immer so sein sollte. Dass du dich auch als Person endlich wirklich zeigen kannst, dich endlich präsentieren kannst. Schön. Das ist wirklich schön, ja. Ja, hier zeigt sich eine tiefe, tiefe Freundschaft, eine ganz ehrliche Freundschaft. Und ich bin mir recht sicher, dass es in Bezug auf diesen Ritter der Schwerter ist. Ihr habt wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Hier zeigt sich auch gegenseitige Wertschätzung, Gleichberechtigung, gute Kommunikation, faire Absprachen und wirklich, ja, eine tiefe, stabile, ehrliche Freundschaft. Und das ist natürlich einfach die beste Basis für alles Weitere, ob es hier um geschäftliche Dinge geht oder um Liebesangelegenheiten, ne? Das ist einfach. Oder halt tatsächlich eine Freundschaft. Es ist hier auf jeden Fall wirklich, ihr seid stark verbunden.
So. Die Sonne, die Sonne, die Sonne. Ja, du möchtest den Zustand dieser Leichtigkeit aufrechterhalten, ne? Kann man schon verstehen. Ist ein vernünftiger Plan. Und du möchtest Klarheit, Eindeutigkeit und du möchtest tatsächlich auch, ja, irgendwie deine kindliche Seite zeigen dürfen, ausleben dürfen, verspielt sein dürfen, frohsinnig. Und du wirst es ja, also du bist ja schon hier nah dran, ne? Also an der Sonne. Das ist schon eine realistische Erwartung. Ja, aber auch das. Wo kommt jetzt das denn jetzt her, ne? Also im Laufe der Zeit wird es eigentlich toll, aber hier zeigen sich die neuen Schwerter, ne? Negative Gedanken kommen aus dem Nichts. Ja, die neuen Schwerter, die stehen für Schuldgefühle, ne? Entweder machst du dir selber Vorwürfe oder du machst jemand anderen Vorwürfe oder jemand anderes macht dir Vorwürfe. Kann auch, ja, mehrere Dinge gleichzeitig bestehen. Auf jeden Fall steht diese Karte für negative Gedanken, die mit einem Schuldbewusstsein in Verbindung stehen. Und ja, vielleicht musst du ein wenig aufpassen, dass du hier leichtsinnig, ne? Nicht zu leichtsinnig bist, nicht irgendwie zu sehr über das Ziel hinausschießt. Ne? Hier bei den sechs Stäben geht es auch um eine Siegesfeier. Ne? Vielleicht wird es ein ausladendes Fest und also hier könnte das sein, dass du mit dieser Energie ein bisschen über das Ziel hinausschießt und Dinge tun könntest, die du bereuen könntest. Es könnte aber auch genauso gut sein, dass der andere, dass dein Gegenüber das betrifft und der irgendwas macht, dass diese Person irgendwas macht und du machst ihm diesen dann Vorwürfe, ne? Und da entsteht dann ein Streit. Deswegen versuche trotzdem in den Ganzen, egal wie frohsinnig, leichtherzig und wundervoll die Erfahrung ist, immer doch das innere Gleichgewicht zu suchen, ne? Maßvoll zu sein. Und dann kannst du dich vor dieser Energie schützen. Es könnte auch sein, dass hier dann alte Themen hochkommen, ne? Es könnte auch sein, dass das noch mit dieser Situation in Zusammenhang steht und dass da noch ein paar Dinge gibt, die ausdiskutiert werden müssen und dass das damit in Zusammenhang steht. Vielleicht wirst du auch erschrocken von dir selbst sein, ne? Mit wie viel. Das ist ja manchmal so, dass wenn man sehr energievoll nach vorne prescht, dass man dann auch. Also, wie soll ich sagen? Ne? Du prescht nach vorne, du setzt unheimlich viel um. Du bist auch authentisch, ne? Und du verwirklichst dich. Und dann kommt aber die Gegenreaktion, die dir sagt, ah, das darfst du doch gar nicht tun, ne? Gedanken, die wir früher immer gelernt haben, das ist natürlich nicht begründet, aber das könnte sein, dass es da Gedanken gibt, die dich dann wieder zurückhalten wollen. Versuche einen liebevollen Umgang damit zu finden, ne? Versuche die Dinge anzunehmen, aber sie auch nicht zu ernst zu nehmen. Setze auf das Gleichgewicht, ne? Das Gleichgewicht finden, das ist wichtig. Und da gehören dann auch manchmal negative Gedanken dazu, um wieder in die Mitte zu kommen. Das wird so, ich sag mal so, zwischen den 9.
oder 8. und 11. Juni passieren, eher am Ende der Dekade. Da musst du ein bisschen aufpassen vor Schuldgefühlen, negativen Gedanken, Schuldbewusstsein und so weiter. Ja. Okay, ich möchte dir noch abschließend einen Ratschlag vom Mond mitgeben. Was sagt der Mond zu deiner Situation? Das sind drei Karten, das ist ein bisschen zu viel. Was sagt der Mond zu deiner Situation? Ein guter Ratschlag vom Mond. Nichts ist in Stein gemeißelt. Ja, nichts ist in Stein gemeißelt. Deswegen, also wenn du hier, vielleicht triffst du auch eine falsche Entscheidung oder so, ne? Ich sehe hier eigentlich nichts, also was darauf hinweist. Aber zum Beispiel sowas könnte das sein, ne? Und das ist dann letztendlich, aber wenn du eine falsche Entscheidung triffst, dann ist das wirklich nur eine Kleinigkeit, weil ich das hier nicht in den Karten widergespiegelt sehe, ne? Könnte sein, dass du dann halt deswegen dir dann Sorgen machst und dich stresst, aber hey, es ist alles in Bewegung im Moment. Beweglicher Mond, nichts ist in Stein gemeißelt. Man kann noch so viel an dieser Entwicklung tun und verändern und man muss es sogar, glaube ich, auch, ne? Da ist sowieso ganz viel Bewegung drin. Ja, lieber Löwe, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass sie dich inspiriert hat. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg bei allen Dingen, die dir jetzt so passieren werden. Eine wunderschöne, frohsinnige Zeit und vor allem alles Gute. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da oder abonniere meinen Kanal, wenn du das nicht schon bereits getan hast. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare. Wenn du noch weitere persönliche Fragen hast oder vielleicht in einer besonderen Lebenssituation bist, dann kannst du auch sehr gerne eine individuelle persönliche Kartenlegung bei mir bestellen. Auf meinen Etsy-Shop, der Link befindet sich in der Videobeschreibung, kannst du ein Video so wie dieses persönlich auf dich zugeschnitten bestellen. Schau einfach vorbei. Ich freue mich auf, ja, ich freue mich auf deinen Besuch. Von Herzen alles Gute und bis bald.